Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Orb is the perfect shape and the perfect Two Point Hospital. Ich mach den bis dahin. Und die etwas größer, die Toilette. Weil der Raum ist ja auch nicht so klein. Ne? Na komm. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. So, dann haben wir hier schon mal eine etwas größere Toilette wieder. Ich hoffe, dass dann hier jetzt die Leute auch nochmal auf Toilette gehen werden. Jawohl. Also das funktioniert wirklich. Oh Gott, Gott, hier ist richtig der Bär los. Heilige Maria. Okay, wir haben hier unten schon wieder nach. Alter, irgendwie komme ich heute gar nicht darauf klar. Okay, befördern. Okay. Spritzenhaus, bitte warten, nach Hause schicken. Also wir werden es nicht in der Zeit fertig bekommen. Man sieht's ja. Leute, hier sind überall Toiletten. Und er krepelt, Gesundheit kritisch, Termin kein. Er hatte gar keinen Termin. Warum er auch keinen Termin hatte. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall gerade alle Büros besetzt hier. Und wir haben gerade dadurch kaum noch eine Warteschlange. Ja, das ist doch mal das, was mich erfreut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Hier oben ist gleich der Kurs auch schon wieder beendet. Und dann werden wir Diagnose Stufe 2 machen. Dass die Leute etwas schlauer werden, um Diagnosen zu machen. Was von einer Seite ja auch nicht schlecht ist, ne? Wenn man den jetzt auch ein bisschen kleiner gemacht hätte, dann hätte man hier viel besser die Sachen reinmachen können, ne? Aber gut. Ich glaube, sowas kann man super umsetzen, wenn man wirklich dann mal alleine ein freies Spiel macht, ne? Okay, befördern. Dann haben wir das auch erledigt. Der Kurs ist wirklich beendet. Dadurch haben wir jetzt viel mehr Räume. Nach Hause schicken. So, und dann möchte ich aber gerne Diagnose Stufe 2. Teilnehmer 3 nur. Okay, haben wir gar nicht. Das können wirklich nur... Okay, kurz Schaden. Na gut, aber wir müssen ja anfangen, hier die Diagnose weiterhin durchzuziehen, weil wenn die Diagnose nicht steigt, dann kann es ja auch nicht richtig funktionieren, ne? Denke ich einfach mal. Aber hier ist das schon... Also 6 Räume, nur um die Patienten abzuwickeln, um die Diagnose zu stellen... Hey, ja, du hast zum Beispiel hier diesen Leuchtkopf oder so. Und das ist schon... nicht jetzt. Das ist echt schon hart, ne? Also... Okay, wir haben 3 von 7 geheilt. Wow, Kevin. Medical Solutions has introduced wow. A wonderful new feature in all their hospitals. At one press of a button, bedridden patients. Also wir haben diese Räume hier schön klein gemacht. Diese hier haben wir viel zu groß gemacht. Sieht zumindest so aus. How's that for convenient? Maintenance announcement. Bald Hauptbeschwerden sehr gelangweilt. Ja, aber was soll ich denn gegen euch? Hallo, ihr seid in einem Krankenhaus. Da ist es halt langweilig. Wann ist er denn dran? Keine Ahnung. Absolut nicht. Herausforderung. Schaffen Sie 90 Tage ohne einen Todesfall ablehnen? Okay. Mit den Todesfällen, das schaffe ich einfach nicht. Im freien Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre das wirklich mein Ziel. Und dann würde ich auch viel mehr ruhiger das, glaube ich, angehen. Nach Hause schicken. Weil wir werden immer noch ein bisschen brauchen und wir haben auch immer noch keinen Forschungsarzt, keinen richtigen. Wir können nochmal gerade hier Personalien und dann hier Ärzte. Wir haben nur einen einzigen. Wir haben 2. Qualified
janitor to combat ghost, please. Aber der soll auch psychiatrische Arbeit machen und Forschung. Und der andere macht... der soll mal raus aus der Arztpraxis jetzt, ohne Scheiß. Der soll mal nur noch forschen. Und gut ist die Geschichte. So. Oh, schon fertig mit der Bildung 2. Das ist auch nicht so schlecht, ja? Teilnehmer hätten wir jetzt diesmal wieder 3 Teilnehmer 0. Okay, warum? Verstehe ich nicht, aber gut. Forschung hätten wir diesmal 2. Bla 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 bla. Geisterjäger haben sie vorhin gesagt. Weitergebildet 3 Teilnehmer. Dann nehmen wir doch wieder selbst ein und bilden dann die 3 wirklich dafür aus. Weil wir ziemlich viele Gespensterpartys immer haben. Und die haben sie auch vorhin sich gewünscht, ne? Also daher machen wir das natürlich dann auch. Hier ist natürlich wirklich der Bär los, ne? Also in unserer Klapsenabteilung ist mal wieder der Bär los, wie jedes Mal. Hat gepupst, habt ihr gehört? Oh, eine Sau. Oh, sorry, ich hab's vergessen, das Telefon leiser zu stellen. Gerade leise stellen. So, sorry dafür. So, wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier gleich unsere Geisterjäger fertig haben. Und dann sollte unser Kurs eigentlich auch schnell beendet werden. Oh ja! Radio, 2-Point Radio. You're on the air with Ricky Hawthorne. Well, actually, I'm the one who's on the air. You're just listening to me being on the air. You're listening to the air. So, haben wir hier mal noch einen schönen Zeitungsständer hingestellt. Ja, guck mal, da gehen auch gleich Leute ran. Das sieht doch schon mal ziemlich nice aus, ja, dass wir da... Hier muss repariert werden, aber ich muss jetzt... Die müssen jetzt auch erstmal hier ihren Kurs beenden und dann sollte das auch funktionieren. Und gleich haben wir dieses Spritzenhaus, da freue ich mich richtig drauf, weil dann ist alles das, was die hier die ganze Zeit predigen, haben wir dann endlich auch. Bam, 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 bam. Spritzenhaus. Den lassen wir bitte warten, weil wir sollten gleich fertig sein. Was hast du denn? Sehr hungrig. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht mehr wegen dem Essen. Hier sind doch überall Automaten. Baue ich davon zu wenig oder muss ich irgendwas anderes bauen? Geschenkeladen, Bücherregale. Was ist denn? Das war doch nur ein Zeitungsstand, ne? Den wir da gebaut haben immer, oder? Zeitschriftenstand. Ja. Aber das ist nicht zum Happa-Happa machen, also. Ja, keine Ahnung. Ich sehe keinen Sinn, das irgendwie durchzuziehen weiter. Das hier ist ein Energy-Drink-Automat. Das ist ein Snack-Automat. Und hier ist wieder ein Snack-Automat. Also ich habe keine Ahnung, warum die Leute ständig Hunger haben. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Kann ich nicht so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil in diesem Raum haben sie eigentlich nichts zu suchen. Die halten sich eigentlich nur hier auf. Und hier ist eigentlich alles verfügbar. Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Denke ich nicht. Klar, ich kenne jetzt hier nochmal Objekte und hier fehlt auch nochmal Zeitungsladen. Aber dann ist auch in dem Sinne so langsam gut. Ja, er geht da auch hin und holt sich eine Zeitung. So, gute Neuigkeiten. So, gleich ist diese Spritze fertig und gleich sind meine ganzen Hausmeister Krauses fertig. Dann können die beiden, können die nämlich auch mal ein bisschen Gas machen. So, befördern. So, das ist gleich fertig, da freue ich mich drauf.
Aber ich glaube, wir brauchen noch eine eine Dingens hier. Ja, gut. Aber jetzt... Ah, hier ist auch wirklich der Bär los, ne? Das ist Easy Scanner. Okay, der scheint da die ganze Zeit kaputt gewesen zu sein. Auch nicht sehr schön. Spritzenhaus. Patient bitte zu warten. Wir sind fast fertig und den können wir befördern. Was ist hier los? Ah, der macht wahrscheinlich gerade Pause. Einnahmen, Ausgaben, Profit, Verlust. 69.000 haben wir Gewinn gemacht. Das sieht alles noch ziemlich gut aus. Müsste nur so langsam unser Hausmeister hier mal ein bisschen in die Gänge kommen. Was haben wir denn allgemein gerade an Hausmeisters? 4, ne? Geisterjäger, schneller reparieren, etc. bla bla. Eigentlich sollte es den allen ziemlich gut gehen, außer ihm hier. Ja, komm, den gehen wir einfach mal in 2000er mehr. Da ist er dann einfach mal ein bisschen mehr zufrieden, ja? Macht mehr. Yippie, 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 Chef hat mir Gehaltserhöhung gegeben. Some good advice from George Brissels, nicht lustig, ich weiß, aber war mal schön, ein bisschen kindisch zu sein hier. So. Ja, was ist jetzt hier? Könntet ihr jetzt bitte hier wieder hingehen? Ne, du darfst da nicht hin. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Wo ist denn unser Forschungsmeisterchen? Hä? Personal. Arzt. Du sollst... Jobliste. Nee. Wo bist du? So, jetzt Gast da bitte. Tamaka, weißt du, du bist voll ausgeruht. Jetzt arbeite mal. Mach mal hier ein bisschen was für dein Geld. Junge. So geht's hier nicht weiter. Wirklich nicht. Patienten bitten zu warten. Wir haben die Ausbildung schon gemacht bei ein paar Leuten. Wir können auch noch mal ganz kurz gucken. Allgemeinmedizin bin ich auch der Meinung. Teilnehmer 4 Stück. Ist gar nicht so schlecht, wenn wir da nochmal... Oh, 6 hätten wir sogar für Allgemeinmedizin. Ja, dann Hackengaskurs starten. So. Ja, richtig die Asche nochmal raushauen hier. Hier, wenn ich Pause machen, können sie auch, wie heißt es hier, zum Lehrgang gehen, ja? Schule ist wie Pause. Spaß, Leute. Ja, nehmt es nicht immer so persönlich. Da fühlt euch nicht immer angesprochen. Ah. Natürlich sind wir wieder das beste Krankenhaus der Nation und deswegen eröffnen wir die Pokale und aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, bester Lernkrankenhaus und Patientenpreis. Ja, und ihr sagt alle, ich spiel schlecht. Nein. Patienten, bitte zu warten, weil das wird gleich ganz schnell gehen. So, jetzt gehen die ganzen Ärzte hier Allgemeinmediziner. Da 230 Tage, das kommt jetzt, mach mal hier Gas, ja? Alter. Unten rechts, da wo kein Schnee ist, kann gearbeitet. Oh, guck mal. Oh. Die Matrix ist unterwegs. Ende. So. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin zurzeit ein mega. Wie soll ich das wirklich sagen? GTA-Zuschauer RPG. RP. Gerecht. Ah, finde ich schon... Boah, Leute. Finde ich ja schon mega, ne? Bin davon so ein bisschen mega gehypt. Was mich aufregt, ich habe mir da so Server rausgesucht, da musst du dich da erst bewerben und so. Habe ich ja eigentlich nichts gegen, aber... Wenn ich dann lese, dass das dann, was weiß ich, 4 bis 5 Monate dauert. Oder 4 bis 5 Wochen. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Leute. Wäre eigentlich schon ziemlich fett. Ich hätte schon mega Bock da drauf, aber ja. 1, 2, 3, denke ich, sollte reichen. Jawohl. Wir werden da gleich... Das ist echt teuer. Leck mich am Arsch, das ist teuer. Ich hätte auch schon Bock, das zu spielen. Nicht hier streamen, also sondern wirklich zu spielen. Aber ja, was soll's, was nicht funktioniert, funktioniert nicht.
oder was mir zu lange dauert, dauert mir persönlich dann halt zu lange. Das ist kein Diss gegen dieses Server oder so. Die Server sind wirklich saumäßig nice und auch absolut gut gemacht. Ja. Also meinen absoluten Respekt an die Leute, die das machen. So, und jetzt gehen wir mal bei. So, wir haben hier einen Getränkeautomat, Energie, Snackautomat, Salz. Und das war's doch. Wir haben nichts, was ich sonst denen zu fressen geben kann. Also hier gibt's nochmal einen Snackautomat. Bup. Und hier gibt's nochmal ein salziges. Blub. So, und dann haben wir hier nochmal einen Getränkeautomat. Blub. So. Keine Ahnung, vielleicht reicht das. So, Spritzenraum ist in dem Sinne angerichtet und wir haben auch eigentlich Personal, die da gleich arbeiten gehen können. Einen einzigen haben wir. Das ist natürlich richtig bescheiden, ne? So, ohne Flachs, das ist richtig, richtig bescheiden. Ich weiß nicht, warum ihr immer hier dieses Kältezeichen anzeigt. Ich würde sagen, wir sollten nochmal einstellen und zwar ein paar Krankenpfleger. Ich würde sagen, nochmal zwei. So, es gibt nochmal zwei Krankenpfleger. Und die werden dann, werde ich dann gleich jetzt auch nochmal um eine Weiterbildung kümmern. Was ist eigentlich jetzt hier mit Forschung? Upgrade Farbstoffe Flüssigkeitsanalyse, Upgrade für Spitzen und Röntgenstrahlenröhren. Ich bin der Meinung, wir machen mal Flüssigkeitsanalyse, oder? Entwickelt eine Maschine, die mit Patienten verschiedene Körperflüssigkeiten zu entnehmen, dient in der ersten Linie der Diagnose und außerdem eine enorme Unterhaltungswert. What the fuck? Nach dem Bungel-Techte. Das kann nicht denn ihr Ernst sein, oder? Die Aussage da, oder? Okay, Projektstart. Wir hauen das einfach mal da raus. Ja. So. So. Fertig. Das geht aber schnell. Also die Spritzen, Röntgen, Kakas hier, die haben richtig hier Action-Bänkchen. Ja, da kommt gleich der Nächste rein. Hör auf, an den Blumen zu schnüffeln, du alter Coke-Junkie. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier. Na, was haben wir denn jetzt hier? Heilen Sie 17 Patienten mit Disco-Fieber. Behandeln? Nein, kann ich nicht. Hier ist schon der Bär los, Mann. Ich habe hier 12 Leute. Wie soll denn das gehen, du? Junge, Junge, Junge. Hier, du hast doch hier... Naja, ja. Zack, fertig. Raus, Nächste. Nimm die Wollmütze ab, du. Hier vor normal, Alter. Ich kotze im Strahl, du. Damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei Two Point Hospital. Morgen.